Das jüdische Bildungszentrum Shabbat Lubavitch geht neue Wege, um über jüdisches Leben und Kultur zu informieren. In Berlin ist heute eine fahrende Synagoge eingeweiht worden, die erste bundesweit. Das Mitzvah-Mobil startete gleich auf Tour durch Deutschland. Er soll dort Station machen, wo es keine jüdischen Gemeinden gibt und Raum bieten für Gebete und Gottesdienste. Ziel ist es, jüdisches Leben sichtbar zu machen und Vorurteile abzubauen. Eine Synagoge auf vier Rädern und gleichzeitig ein rollender Infostand. Bei der feierlichen Einweihung des Mitzvah-Mobils in Berlin verkündet der Vorsitzende der Schabbat-Gemeinde das Ziel der Aktion: jüdische Kultur zugänglich machen. Hier wollen wir Sichtbarkeit, hier wollen wir Lebendigkeit und hier wollen wir Offenheit für alle Menschen. Wie können wir eine Zukunft vorstellen, wenn wir nicht das positive, inhaltvollen, sichtbaren jüdisches Leben haben? Das wird durch die Mitzvah-Mobil zum ersten Mal hier erreicht. Das Mobil soll durch Deutschland touren, einen Einblick in jüdische Kultur ermöglichen, auch für Menschen, die noch nie eine Synagoge betreten haben. Zu sehen gibt es unter anderem eine Tora-Rolle und Tefillin, die jüdischen Gebetsriemen. Aber auch Gottesdienste sind im kleinen Rahmen möglich. Jeden Tag sprechen wir einen Teil der Gebete aus unserem Gebetsbuch. Wenn man also dieses Buch dabei hat, ist man für das ganze Jahr versorgt. Die erste Station heute, das Brandenburger Tor. Wo das Mobil in Zukunft steht, wird aus Sicherheitsgründen allerdings meist erst kurzfristig bekannt gegeben.